Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher. 16 Mal haben wir jetzt das Thema Öffnung der Ehe für alle allein in dieser Wahlperiode hier im Plenum diskutiert. Kein Thema, mit Ausnahme vielleicht der Auslandseinsätze der Bundeswehr, hat hier öfter im Zentrum unserer Diskussionen gestanden als dieses. Es ist der dritte Bericht der Ausschussvorsitzenden des Rechtsausschusses, die zum dritten Mal den Fraktionen der Großen Koalition ins Stammbuch schreiben muss, dass sie ihren verfassungsrechtlichen Auftrag, nämlich überwiesene Gesetzesentwürfe zu behandeln, nicht erfüllt. Wir haben inzwischen die paradoxe Situation, dass der Bundestagspräsident, für die Besucherinnen und Besucher, der kommt aus der CDU-CSU-Fraktion, inzwischen an alle Fraktionsvorsitzenden geschrieben hat, dass er darum bittet, das möge man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass die Fraktionen doch bitte dafür sorgen mögen, dass der Gesetzentwurf des Bundesrates in angemessener Frist, so wie das im Grundgesetz vorgesehen ist, sprich also noch in dieser Wahlperiode, wenigstens behandelt wird. Schlimmer können Sie Ihren eigenen Präsidenten nicht vorführen, als ihn zu nötigen, so einen Brief zu schreiben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU-CSU-Fraktion. Das geht nicht, und das sollten wir heute endlich beenden. Und wir werden nachher eine Geschäftsordnungsdebatte haben, in denen sich die Kolleginnen und Kollegen von der SPD-Fraktion bekennen können. Ob das, was der Kollege Kahrs hier versprochen hat, dass wenn nämlich die nächste Abstimmung zu diesem Thema hier im Plenum stattfindet und die Union sich immer noch nicht durchgerungen haben sollte, freiwillig mit abzustimmen, dass sie der Unionsfraktion eine Abstimmungsniederlage beibringen wollen. Und ich bin gespannt, wie die Kolleginnen und Kollegen von der SPD-Fraktion hier abstimmen. Und ich sage Ihnen auch, am letzten Sonntag war Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Es kann ja sein, dass Sie solche Ergebnisse kalt lassen. Aber es kann auch sein, dass Sie sich fragen, wie solche Ergebnisse zustande kommen. Ich kann Ihnen zumindest meine Wahrnehmung mitteilen. Indem man den Wählerinnen und Wählern vor der Wahl verspricht, 100% Gleichstellung gäbe es nur mit uns, und nach der Wahl zu denjenigen gehört, die die hundertprozentigen Verhinderer dieser Gleichstellung sind. Und das lassen sich Wählerinnen und Wähler nicht gefallen, und dann gibt es solche Wahlergebnisse. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der heutige Tag, die Kollegin Göring-Eckardt hat darauf hingewiesen, ist auch der internationale Tag gegen Homo- und Transphobie. Und ich möchte meine Rede nicht beenden, ohne auch wenigstens auf diesen Anlass hingewiesen zu haben. Und der Kollege Hirte hat sich so gebrüstet mit unserer liberalen Antidiskriminierungspolitik der Bundesrepublik. Ich kann Ihnen sagen, ich war in der vorigen Woche in Guatemala und habe mich dort mit Regierungsvertretern, mit Parlamentariern unterhalten über die Frage, ob es dort einen Gesetzentwurf geben soll, der schon das Sprechen über Homosexualität in der Öffentlichkeit unter Strafe stellen soll. Und ich kann Ihnen sagen, und ich war peinlich berührt davon, dass diese Kolleginnen und Kollegen sich genau auf diese Verweigerungshaltung von Ihnen berufen, was die Frage Öffnung der Ehe, was die Frage Gleichstellung und was die Frage konsequenter Antidiskriminierungspolitik betrifft. In Guatemala, die kennen ihre Position ziemlich gut. Und das ist etwas Schlimmes, wie ich finde, weil es deutlich macht, dass wir mit diesem schlechten Beispiel eben genau denjenigen Vorschub leisten, die in Tschetschenien so mit Homosexuellen umgehen, wie die Kollegin Göring-Eckardt das genannt hat, und Vorschub dafür leisten, dass sich andere darauf berufen können, dass es eben keine Gleichstellung für alle in der Gesellschaft gibt. Ich werde mich damit nicht abfinden, und ich werde mich damit auch mit Lesben, Schwulen, Bitrans und Intersexuellen weltweit solidarisieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner spricht Dr. Karl-Heinz Brunner von der SPD-Fraktion.